Wir blicken auf das Bonner Schänzchen am Rhein. In diesem Gebäude organisieren sich seit dem 19. Jahrhundert Studenten und Absolventen der Uni Bonn. Zur Jahrhundertwende entsteht dieses Bild. Ein Verein hat sich gegründet. Dieser stiftet der Stadt unweit seines Eingangs ein Relief aus Sandstein, eine Anspielung auf die Römerzeit. Diese Aufnahme von 1904 zeigt das Stiftungsfest. Das Relief ist zu sehen und bis heute erinnert es an die Zeit des legendären Castra Bonensia, der Keimzelle von Bonn, als Römer und Germanen aufeinandertrafen. Das Relief zeigt auch ein Fest. Die Germanen feiern. Die Römer wurden vertrieben. Der lateinische Schriftzug übersetzt sich wie folgt: Nachdem die Alemannen das Lager eingenommen hatten, müssen die Römer mit den Wölfen heulen. Das Ende einer Ära. Über Jahrhunderte nämlich herrschen zuvor die Römer auf der linken Rheinseite. Und in der Zwischenzeit vermischen sich sogar die Kulturen. Die DNA des Rheinlandes ist seither römisch-germanisch. Die Ecke des Schänzchens verrät, Kaiser Tiberius lässt diesen Posten errichten. Verschiedene Legionen von Soldaten stationieren sich anschließend in einem Vorposten gegen die Germanen auf der anderen Rheinseite. Legionen tragen damals Namen für deren Selbstverständnis. Zunächst ein bloßer Hinweis auf den Einsatzort Germanien. Doch der Beiname der 21. Rapax klingt deutlich mutiger, reißend schnell. Und die Legio Minerva war der gleichnamigen Göttin treu ergeben. Auf der rechten Rheinseite ist also der Feind. Verschiedene Stämme von Germanen, die sich gegenseitig regelmäßig bekriegen. Den Römern sind sie in der Waffentechnik deutlich unterlegen. Die Römer möchten ihr Reich erweitern Richtung Osten und der Rhein bildet da zunächst eine natürliche Kulturgrenze. Im Teutoburger Wald lauern die Germanen unter dem sagenumwobenen Arminius den Römern auf und besiegen drei Legionen und einen Hilfstrupp des Kommandanten Varus. Nach dieser vernichtenden Niederlage bleiben die Römer auf der linken Rheinseite und errichten das Castra Bonensia, ein Lager mit steinernen Mauern und steinernen Gebäuden, an dessen einstiger Ecke am Rhein wir uns hier befinden. An der Rheinseite des früheren Römerlagers entdeckt man heute einen kleinen Spielplatz mit Schiff. Das ist kein Zufall, denn zur Römerzeit beginnt hier der Hafen, an dem man die Tuffsteine ablud, die man zuvor vom Drachenfelsen abgebaut hatte. Dort wird auch im Mittelalter der Stein gewonnen, aus dem man den Kölner Dom baut. Einen römischen Hafen kann man sich vorstellen wie hier in Neuss. Eine Anschüttung von Erden, befestigt durch eine Holz- und Steinkonstruktion. Eine steile Kaimauer entsteht, an der Boote und Schiffe andocken können. Die Römer verfügen sogar über Kräne, um die Steinblöcke an Land zu bringen. Mit Hilfe solcher Kräne bauen sie Mauern, Tore und Gebäude. Bei Niedrigwasser offenbart der Rhein sogar noch Überreste dieser Anschüttung des römisch angelegten Hafens. Dann kann man dort mit seinem Hund auf Entdeckungsreise gehen. Nach 500 Metern haben wir eine Seite des Lagers bereits abgeschritten. Auf der Höhe der Doppelkirche von Beuel sitzt am anderen Rheinufer niemand Geringeres als Julius Cäsar. In seinem Buch vom Gallischen Krieg schreibt er stolz von seinen Eroberungen und Bauwerken. Seine Statue erinnert daran, dass er hier seinen Legionären befiehlt, eine Brücke über diesen Fluss zu bauen. Dort, wo die Friedrich-Ebert-Brücke heute steht, soll dieser Brückenschlag stattgefunden haben.
Nach nur wenigen Tagen Arbeit im Akkord war diese fertig. Legionäre sind nicht nur gute Soldaten, sondern auch Baumeister. Ein wenig romantisiert zeigt es diese Abbildung. Eine hölzerne Brücke, im Hintergrund das Siebengebirge. Die Germanen reiben sich angesichts solcher baulichen Meisterleistungen verwundert ihre Augen. Dort hinten zeichnen Pflastersteine eine kreisförmige Grundfläche. Hier steht der nächste Eckturm des Castra Bonensia. Das folgende Computermodell kommt dem Design des Lagerturms wohl nahe, denn es handelt sich um den Kölner Römerturm. Häufig sieht es ähnlich aus, wenn die Römer bauen. Unser Weg führt uns entlang der Mauer Richtung Nordstadt zur großen Ausfallstraße. Wo immer man Plaketten wie diese im öffentlichen Bonner Raum findet, gibt es eine 2000-jährige römische Geschichte. SPQR mag bekannt sein aus den Asterix-Comics, doch SPQB für Bonn kennen die wenigsten. An den großen Ausfallstraßen nach Nord und Süd begraben die Römer ihre Toten, außerhalb ihrer Städte und auch außerhalb ihrer Lager. Deshalb finden sich dort damals Grabsteine wie dieser hier. Über diese Steine schreiben Archäologen bereits vor über 100 Jahren. Dieser hier zeigt einen Soldaten. Der am besten erhaltene römische Grabstein der Welt steht in Köln, auch von einem Soldaten. Lucius Publicius im Römisch-Germanischen Museum zeigt sich unverändert seit Jahrtausenden. 15 Meter hoch ist dessen Grabmal. Das Museumsdach muss dafür angehoben werden. Zur 2000-Jahr-Feier stellt man einen nachgebildeten Römerkran auf. In dem Laufrad laufen Männer, die mit Seilen Zugkräfte entwickeln, mit denen Steinblöcke gehoben werden. Eine Technik, die bis ins Mittelalter fortgesetzt wird und sogar unter dem Kran des Kölner Doms vermutet man die Vorrichtung eines solchen Laufrades. Nun der Blick Richtung Nordtor. Hier befand sich dieses Doppelturmtor. Heute erinnert wenig daran. Doch immerhin erwähnen Straßennamen römische Herrscher. Und dort hinten, auf dem Cardo Maximus, präsentiert sich ein Graffiti im bekannten Comic-Stil. Köln ist damals Colonia, eine Stadt römischen Rechts. Bonn dagegen ein Militärlager mit Vordörfern. Hier wohnen Römer und weiter südlich wohnen Germanen, die Ubier. Ein Stamm, der mit den Römern kooperiert und sich dann Bonner nennt. Die ersten Bonner wohnen also im späteren Regierungsviertel, in dem man bei Ausgrabungen sogar steinerne Bauten findet. Im Laufe der Zeit überlappen sich nämlich diese Dörfer, Bräuche und Bautechniken ebenfalls. Das Graffiti ist sinnbildlich. Die Wege der Römer und Germanen treffen sich. Obwohl man sich im Rheinland einig ist, von diesen beiden Völkern abzustammen, scheint unklar, welches der beiden das Zivilisierte ist. In Köln besuchen wilde Ubiermädchen zivilisierte Legionäre auf der Hafeninsel. Auf diesem Bonner Graffiti erscheint dagegen die Germanin zivilisiert und der Römer stolpert angetrunken mit roter Nase ihr entgegen. Die Ausfallstraße von Nord nach Süd ist heute die Römerstraße. An dieser Kreuzung steht in der Antike ein Gebäude und keine Straße mit gelbem Haus. Eingekreist ist hier das Zentrum des Lagers. Dort steht die Principia, das Hauptgebäude, genau auf der Ost-West-Achse. Vergleichbar mit jenem in Vindobonna, heute ist das Wien. Ein vierflügeliger Bau mit einem Innenplatz. In den Flügeln arbeiten Büroangestellte, Archivare und sogar Richter in Verhandlungsräumen. Aufbewahrt werden hier außerdem ein Fahnenheiligtum und Legionsadler.
Unser Weg führt uns weiter Richtung Süden. Hier stand das Südtor des ehemaligen Römerlagers. Eine unscheinbare weitere Statue in einem Grabstein markiert die Stelle, an der man Castra Brunensia Richtung Vordörfer verlässt. Auch Richtung Süden begegnen einem immer wieder Gräber entlang dieser Ausfallstraßen. Diese Grabsteine sind übrigens Nachbildungen. Viele Originale dieser Art stehen im Rheinischen Landesmuseum. Hier ist der Soldat Pintaius zu sehen. Er trägt ein Bärenfell, in seiner rechten Hand das Feldzeichen mit Lanze und Adler. Dieses hatte religiöse und taktische Bedeutung in der Schlacht. Laut Inschrift verstirbt Pintaius im 7. Dienstjahr im Alter von 34 Jahren. An dieser Kreuzung steht das Tor, hier als Teil eines Modells, das ganz in der Nähe steht und einen Überblick über das Lager verschafft. Hier blicken wir auf das Stadtmodell des Römerlagers in Bonn-Castell. Unsere Reise beginnen wir an der Ecke am Schänzchen. Dann geht es zum Hafen, zum Turm und zum Römerkran, ehe wir einbiegen auf die zentrale Ausfallstraße. Schließlich der Blick auf die Principia und das Südtor. Diese Abbildung zeigt die Gebäudetypen. Die zentrale Principia ist rot. Daneben wohnt der Kommandant. Schaut man genauer hin, dann merkt man sofort, römische Bauten ähneln einander. Dies vereinfacht es für uns in der Rückschau, deren Design zu rekonstruieren. Das größte Gebäude übrigens ist rechts, das Lazarett. Hier werden nach einer Schlacht Verwundete hingebracht und von Ärzten behandelt. Das Domizil des Kommandanten ist dagegen kleiner, aber dafür ein Palast. Er ist die höchste Autorität der Legion. Verwaltet wird das Lager mit seinen Vordörfern übrigens aus Köln. Das Lazarett hier in Magenta. In den gelben Gebäuden wohnen Tribune, Unteroffiziere. Russell Crowe war beispielsweise ein solcher Tribun im Film Gladiator. Ebenfalls sehr zentral stehen Pferdeställe. Über 500 gibt es davon. Und die 6.000 bis 10.000 Soldaten verteilen sich auf die Kasernen. Ein überraschendes Gebäude ist dieses hier, ein Thermalbad. Der Blick ins Innere zeigt den Grundriss verschiedener Räume mit Fußbodenheizung und Wasserbecken. Eine Leitung aus dem Vorgebirge führt damals bis zum Lager. Richtung Süden geht es in die anderen Zentren. Über Koblenz, nach Mainz bis nach Rom. Alle Wege führen seither sprichwörtlich und buchstäblich über die langen Ausfallstraßen dorthin. Über Jahrhunderte leben hier Römer. Teilweise leisten ganze Generationen ihren 20-jährigen Militärdienst ohne jeglichen Feindkontakt. Letztendlich jedoch vertreiben die Germanen dieses Volk. Die Mauern der Römer bleiben bis ins 9. Jahrhundert noch erhalten, als Bonnburg.